Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, im letzten Part haben wir unseren zweiten, jawohl, unseren zweiten Teleport aktiviert. Und ich möchte jetzt noch schauen, was es hier in dieser Höhle gibt, bevor wir zum Quest gehen. Boah, Alter, du Saufich. Dreckatz, ich kann nicht dran herrscht. Du bist doch so ein schicher Fett. Na, unglaublich. Na, da war ja nur ein Felsen, ey. Das ist der nächste Trottel, die nächsten zwei Trottel, okay. Das ist natürlich jetzt unschön. Au, 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 au. Au. Bonesy, ich darf einmal der Hilfe brauchen erst. Warte mal. Stopp. Hey, nicht so schnell. Und zwar, benutzbar. Hallo, würdest du mal was machen? Ich muss mal hier. So. Alter Schwede. Alter, ich komme nicht mal zum Schlagen. Das mit der Höhle war nicht so dumme Idee von mir. Und das extrem Blöde war, dass ich das hier gepult habe. Das war wirklich nicht sehr schlau. So. Alter, wo ist ein Bones, ey? Alter, ich bin zu langsam für den Kerl. Ich bin wirklich viel zu langsam für den Kerl, der sowas gibt. Bonesy, wo bist denn du, ey? Alter, der putzt mir weg. Da kann ich weglaufen, glaube ich. Er kann nicht einmal sprinten, irgendwie. Er kann nur normal laufen. Obwohl, irgendwie wäre es was zum Sprinten gewesen. Ja, keine Ahnung. Okay, das war jetzt Fail. Der eine hat mich jetzt zu sehr überrascht. Das war äußerst unerwartet. Puh. Mein größter Fehler war, dass ich jetzt zu tief in die Höhle rein bin. Ja, mach. Du tust nur reden. Du tust nichts außer reden. Alter. Das ging schnell. Ja, schon besser mal, ne? Alter Schwede. Na, da wird man nicht alt. So, neuer Spielstand. Hier drüber speichern. Fertig. Achtung, jetzt ja, kommen sie beide, ne? Ja, ja. Alter, jetzt gehen sie alle beide auf mich. Er ist zu doof zum Laufen, ne? Da ist ein Fingerverkrüppelungsdings. Aha, jetzt rennt er auch weg. Freund, du bist doof. Haben wir irgendeinen Magie-Zauberspruch, der uns hier helfen kann? Was ist Rost? Kann Schlösser in Sekunden verrosten lassen. Das ist ein schöner Zauber. Eine Fackelrückschlag. Was ist das? Meh. Glaub mir, dass das was bringen kann, oder? Sollen wir hier den Rückschlag mal versuchen? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Hat das ihn gehauen? Alter! Alter! Naja, der eine ist nämlich schon mal hin, ne? Ja, schaut aus, dass man es helfen kann. Deine Haut ist auch gerade verteilt. Ja, ich glaube, das war nicht so eine schlechte Idee.
Na, du scheiß Ghoul. Gib her deinen depperten Knochen. Hier war noch ein Geisterbild. Hier ist noch ein Ghoul. Da vorne ist noch ein Ghoul. Gut zu wissen. Warte mal. Das heißt, wir speichern nochmal. So. Sackelbicker. Scheint wirklich nur einer zu sein. Bei uns. Das auch. Danke. Alter. Alter, was bist denn du jetzt? Was sind denn das jetzt für Viecher? Alter, da hat der hat. Also man hat da manchmal keinen Bock. Kobolde. Okay, schön. Alter Schwede. Könntest du abhauen? Alter, Alter, Alter. Der rennt mir immer noch nach. Heil dich mal schneller, ey. Alter. Nett, war. Alter, der ist zu schnell. Alter. Viel zu schnell. Alter, nachgekommen. Das gibt's ja nicht. Wieso dürfen die so schnell zuschlagen? Wir sind so langsam, ey. Wow, das ist echt übel. Ich hoffe, dass wir bald mal was kriegen, wo wir schneller sein dürfen. Weil das ist ein Zustand, echt. Gehen wir mal das Jade abbauen, ne? Ja, immer schön abbauen. So. Supi. 5 Stück. Hervorragend. Es ist echt widerlich. Okay, wir speichern das wieder, weil wir die Jade jetzt haben. Und probieren nochmal unser Glück. Komm her, du ekelhafte. Bitte, ja. Na, was willst du denn aus dem eine Mütze machen, du Depp? Komm bei uns, hau ihn weg. Na bitte, es geht ja. So, da haben wir mal den ekelhaften Ghoul vernichtet. Dann haben wir da ja um die Ecke diese ekelhaften Kobolde. Hier irgendwo. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Alter. Ja, ja, es ist schon gut, ey. Hau feste drauf, bitte. Alter. Alter. Wir sind zu schnell. Bones, mach was. Alter, Bones. Hallo? Jetzt gedacht. Weg mit diesen ekelhaften Kobold-Viecher da ist, glaube ich. Ach du Scheiße. Echt. So. Da ist wieder verschlossen. Der hört sich immer noch an, als wenn hier irgendwo ein Portal wäre. Oh Mann, wo geht's denn da hin? Wenigstens. Oh oh. Hey, ich hab Leertaste gedrückt. Das war's mit dem. Ich hab Leertaste gedrückt. Ich hab Leertaste gedrückt. Ich hatte das wirklich. Muss man das vielleicht mehrmals drücken, nicht nur einmal, sondern viele Male hintereinander, das kann ich mir gut vorstellen. Mann, ey, ist das scheißlich. Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Was, der kann auch schießen? Ein Kobold, der schießen kann, echt? Es ist unglaublich, ne? So, geht's jetzt vielleicht? Oh, da ist noch einer. Ach. So. Ach, Ruhe ist jetzt. Looten kann man die Kerlchen nicht nur den einen, der hat Fackeln und Gold. Ach, Gottchen.
So. Eine Maki-Beere. Kann man hier Fallen eigentlich entschärfen? Fusel? Krug. Ich brauche einen Dietrich. Ja, ich habe eigentlich streng gesehen welche gekauft. Ach so, da ging der Kauf wahrscheinlich dann nicht, ne? Bis zum Mittag schlafen. Ja. Zimmer genesen. Kann ich hier drüber springen eigentlich? Ja, das geht. So, mal looken. Da ist wieder ein Ghoul. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir überhaupt da sein sollten. Ob wir das wirklich machen sollten. Genauso wenig bin ich mir sicher. Ob wir hier uns weiterbilden sollten. Ah ja, stimmt. Wie kann man Fähigkeiten erlernen? Ne? Um Fähigkeiten zu lernen, musst du einen entsprechenden Lehrer finden. Genau, und die Attribute können wir uns selber beibringen. Wenn wir da besser sind, dann ja, können wir auch andere Fähigkeiten lernen. Jo. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, da weiterzugehen. Mein machbar, wenn sie einzeln kommen, ist es ja. Jetzt schlage ich ein paar Schädel an. Wir müssen halt nur genügend Abstand halten. Wenn wir jetzt zwei pullen, ne? Dann wird das ja schon gehen. Ich meine, ich glaube, von Kapitel zu Kapitel werden sowieso wieder neue Gegner spawnen. Wenn wir Glück haben, können wir hier sogar ein was Brauchbares für uns. Neue Waffe oder so, weißt du? Dann hat's weggeschnipft. Der hat's mal 3 Kilometer geflogen. Anhören tut sich's da schon wieder ein bisschen, als wenn hier irgendwo ein Teleporter wäre, ne? Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Höllenhunde, aha. Steht nicht mehr auf. Gut. Den haben wir schon mal. Ah, da ist eine Knochenhöhle. Eine Truhe, da schauen wir mal, was drin ist. Fackel, Grog, Gold und Papageienflug. Okay. Wow, langsam. Das wäre eine Schlucht da unten, okay. Dann könnten wir hier noch schauen, ob es... Ah, hier wird eine Spinne sein. Felsspinne. Alter. Natürlich ist bei uns nicht dabei. Ist ja klar, der kann nicht klettern. Alter, diese Spinnensauviecher. Kommst du jetzt bald mal? Ist ja ungeheuerlich. Schlagst du jetzt auch mal drauf? Geht ja. Ich hasse Insekten. Ja. Lästige Viecher. Und die ist natürlich verschlossen, ist logisch. Ja. Was denn sonst?
Aber das dürfte dann später mal wahrscheinlich die Quest sein, dass wir alle Schädelhöhlen ausschalten müssen, denke ich mal. Also ich würde mal sagen, wir müssen dann später sowieso noch hier hin. Ich wollte eigentlich nur die Viecher hier ausrotten, um schon im Vorfeld mehr Erfahrungspunkte sammeln zu können. Ah, da. Ich hoffe, die Brücke trägt mein Gewicht. So viel wiegst du nun auch wieder nicht. Moment, findest du mich dick? Vergiss es. Du bist der Posten, ey. Unglaublich. So. Das zu dem. Ich wollte eigentlich nur die Gegner hier ausrotten. Weil, wie gesagt, wir wissen ja aus Erfahrung, dass wenn ein Kapitelwechsel ansteht, dass es hier neue Gegner gibt, mehr Gegner gibt. Und die möchte ich hier eigentlich gleich mal mitnehmen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Einen Bauchladen, okay. Der steht nicht mehr auf. So. Soweit es gut hat. Hattet jetzt nichts. Okay. Wir haben einen Bauplan bekommen. Speichern. Das speichern wir auf der Stelle und so fort. Einen Bauplan. Das ist auch nicht schlecht. Fällt das unter benutzbar? Wahrscheinlich auch wieder Plunder, ne? Seelen, Teleportstein. Bauplan. Für das Herz des Jägers. Aha. Ein Jaguar-Herz brauchen wir dafür. Super, wir haben schon zwei Jaguare besiegt. Alle Anweisungen und Zutaten zum Herstellen eines Herzens des großen Jägers. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das jetzt eigentlich weiterlesen. Bauplan. So. Einschüchtern plus 10, Alchemie plus 10, Silberzunge weg. Nur die besten und erfahrensten Jäger dürfen diesen Schmuck tragen. Dafür muss man Talisman herstellen lernen. Okay. Naja, wenigstens haben wir schon mal den Bauplan. Das ist schon mal was wert. So, gespeichert haben wir. Proviant sind wir gerade am Essen. Es regnet gerade. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Jetzt, Alter. Ne? So. Zack. Alter. Oh, das war ruhig. Danke. Geht ja. Ein toter Kobold. So. Noch ein toter Kobold. Ein Vieh weniger. Jawohl, genau. Noch schnell schauen, ob wir hier auch keine Schwammerl übersehen haben. Und vor allem auch Erze, weil in solchen Höhlen, wir wissen ja, gibt es sehr häufig Erz. Aber dafür einen Haufen Goldmünzen. Seelenflechte. Ein paar Goldmünzen, noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold. Viel Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold. Eine Büste, okay, noch mehr Gold. Und, was haben wir hier? Schlachten des letzten Jahrhunderts. Gegen Ende des 50-jährigen Krieges bekamen die Krieger zunehmend das große Zittern. Wie ein Fluch breitete es sich aus und machte ihre Treffsicherheit und somit die Chance auf einen Sieg zunichte. Erst der Konsum eines Spezialgebräus gab ihnen die Kontrolle zurück und entschied den Kampf. Der letzte Tropfen wurde schließlich in der Zitadelle auf Kalador verwahrt. So, so. Aha. Zielwasser. Das könnte ich auch literweise brauchen. Oh weh. Ja gut. Das zudem. Sehr schön, sehr gut. Leider sind hier, so wie es ausschaut, keine Erze. Weder Gold noch sonst was. Aber dafür haben wir eine Büste gefunden und so weiter. Ja, passt.
Ich würde sagen, das passt. So. Jetzt könnten wir uns tatsächlich zu dem einen Turm zurückporten. Ich glaube, das werden wir auch machen. Hier. So. Diese Gegner da unten, ich bin mir nicht sicher, ob wir die da backen. Die hätten sicher auch was Feines. Den Höllenhund maximal noch, wenn der einzeln kommen würde. Verdammte Schatten! Aber den einen großen da, das bin mir sicher, ob wir schaffen. Dieser Golem-ähnliche Kerl. Wir können es mal probieren, keine Frage. Aber sonst würde ich da eher schwarz sehen. Hier in den Fasseln ist nichts. Würde ich sagen, wir speichern mal. Weil ich glaube, das ist einer, der uns da verjausen wird. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Den Krieger schaffen wir. Den Schergen, meine ich. Da unten wäre dann noch... Das tat weh. Sehr gut. Schattenwaffe. Die Blume hier können wir eventuell noch ergattern. Dann sehe ich aber schon ein bisschen dunkelschwarz, ehrlich gesagt. So. Weil ich glaube, den Freund da unten, den werden wir, glaube ich, nicht mehr da backen. Schon gar nicht jetzt, wo die Ghule in der Nähe sind. Eisengolem. Doch, er wäre besiegbar, glaube ich. Aber jetzt muss ich sowieso mal Reis ausnehmen. Weil wenn, dann müssen wir zuerst die Ghule besiegen. Wieder. Der Kerl. Alter. Ja, das ist halt der Topfen. Na, wenn, dann müssen wir die... Also es wäre machbar. Aber auf alle Fälle müssen wir zuerst die Ghule pullen. Oder den Eisengolem zuerst mit einem Schlag. Und danach die Ghule. Der Kerl wäre machbar. Glaube ich. Ich tue eigentlich nur herumgemetzelt. Ich spiele überhaupt nicht, wie es gehört, glaube ich, ne? Es ist übel. Bleib hier. Deine Größe ist auch deine Schwäche, du Monster. Wow. Bones. Ich wollte ihn eigentlich nur weglocken. Ja, der ist schon sehr, sehr stark. Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Er ist sehr stark. Wow. Okay. Lass mal das. Er ist doch nicht machbar noch. Später dann einmal. Okay. Gehen wir jetzt mal
gezielt die Quest ab, was wir eigentlich schon vor 3-4 Parts machen wollten. Wir haben bis hierhin eh brav geklärt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wir müssen ja nicht komplett übermütig sein. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal da unten zu unserem Questgeber. So, Leben tut er noch. Er steht standhaft. Begrüße. Was weißt du über die Leiche oben im alten Wachturm? Weißt du über die Leiche oben im alten Wachturm? Eine Leiche? Hier liegen überall Leichen. Dicker Kerl, ziemlich feine Klamotten. Klingelt's da bei dir? Ich schätze, dann war es der Gouverneur Di Fuego. Wundert mich nicht. Irgendwann sterben alle, die sich mit dem Kommandanten Sebastiano einlassen. Was heißt das genau? Hör zu, ich weiß gar nichts. Und ich will auch nichts wissen, okay? Ich habe deine Tasche gefunden. Stark! Endlich habe ich mein Hab und Gut wieder! Was ist nun mit meinem Gold? Ach ja, warte. Hier irgendwo. Ja, hier. Danke dir. Und du bist sicher? Ich halte die Stellung. Na gut, okay, er weiß wirklich nichts. Er will nichts wissen. Ich glaube, wir ruhen uns kurz noch aus. Ich glaube... Irgendwas grunzt hier so komisch. Vielleicht musste sich auch nur jemand schneuzen. Jetzt könnten wir natürlich noch da drüben... Hier drüben versuchen, die ganzen Untoten zu killen. Aber ist das nicht ein wenig übertrieben? Ich würde schon sagen, oder? Weil dann könnte man nämlich sonst in die Stadt schon mal gehen. Das mal versuchen. Bei mir kommt vor, man kommt da oben zur Stadt hin. Vielleicht kriegen wir eine Quest für diese Höhlen. Hoppala, eine Maki-Beere. Und das wäre ja auch zu unserem Vorteil, oder? So. Haben wir noch eine Maki-Beere. Ja, und hier haben wir auch schon den Eingang zu Bord zum nach Sakariko. Sakariko? Irgendwie so. Ein Truthahn. Puerto Sakariko, genau. Und das sind die ersten Blauröcke. Ein Mann, Soldat. Hier herrscht vielleicht eine Galgenstimmung. Ja, genau richtig für jemanden wie mich. Na, gratuliere. So, begrüße. Darf man hier rein? Ist der am Schimpfen? Ein Äffchen. Boah, Äffchen gibt's hier viele. Na, mein Freund? Vielleicht können wir auch wieder die Fähigkeit erwerben, dass wir... mit Äffchen hier Diebstahl betreiben können. Wäre zumindest nicht schlecht. Halt. Eine Gabel. Servus, Herr Soldat. Halt, ein Apfel. Haben wir noch mehr Proviant, genau. Aber die Hütten hier, die können wir auch sehr gut, ne? Da war ja damals dieser Pirat gefangen, oder? Den wir dann befreien mussten, ne? Mit dieser schwarzen Perle als Ohrring und so weiter, glaube ich. Da hinten geht es zu den Zuckerrohrfeldern. Noch ein Fingerblatt. Da hinten sehe ich eine Maki-Beere. Da. Oh, Wildschwein, das will man kaputt haben. Machen wir auch sofortigst. So. Ein viel weniger. Genau. Du sagst es. Noch eine Maki-Beere. So,
genau, da hinten geht's zu einem anderen Teil des Strandes. Da haben wir einen Soldaten. Darf man hier rein? Nein. Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Was? Wir sind keine Langfinger. Wir haben nur gefragt, ob wir hier rein dürfen. Du hast Nein gesagt, also gehen wir raus. Da habe ich jetzt per Zufall eine Truhe gefunden. Ich brauche einen Dietrich. Ich habe vergessen, einen Dietrich zu kaufen. Das ist ja unglaublich, das ist ja fürchterlich. Ach Gottchen, scheiß Dietrich. Als ich die Chance hatte, einen zu kaufen, habe ich mich dann scheinbar verdrückt, ein Dude. Ah ja. Naja. Da können wir noch was trinken. Wir sind nämlich ein bisschen angeschlagen. Und der Part wäre auch zu Ende. Das würde dir genau passen eigentlich. Das würde dir ganz genau passen, um den Part zu beenden. Ich wollte jetzt... Aha, der Koch von damals, den gibt es scheinbar auch nicht mehr. Der ist scheinbar auch weg. Ein Brennkessel. Vom Brennen verstehe ich nichts. Ja. Wahrscheinlich beschlagnahmt drüben von der Brennerei. Ui, da haben wir ein Portal. Das freut mich wahnsinnigst. Haben wir noch ein Portalsteinchen? Jawohl. Geht doch. Ja, prima, Donner. Das ist herrlich. Das freut mich. Jetzt gehen wir nochmal schnell zu Jack zurück. Nach Möglichkeit. Zum Leuchtturmwärter Jack. Wo ist er? Da ist er. Kaufen noch ganz fix ein paar Dietriche. Ich glaube, die müssen wir bei ihm bekommen. Und dann schauen wir, ob wir die Truhe knacken können. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wo ist er denn, der Dietrich? Hier. Handel akzeptieren. So. Ich bin in Puerto Sacarico gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Ja, sehr gern. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Hervorragend. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Fusel oder so für uns einkaufen, aber ich sollte vielleicht nicht zu viel. Ich würde sagen, 20 Kugeln müssten passen für unsere Pistole. So, passt. Handel akzeptieren und tschüss. Und dann würde ich sagen, rühren wir noch zum Abschluss dieses Partes diese Kiste noch zu öffnen. Und dann würde ich sagen, wäre das ja schon mal ein angemessener, guter Anfang dieses Spiels. Eine gute Aufnahmesession für das Spiel, wollte ich sagen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es weiterhin gut läuft für uns. So. Also, hier werde ich auch noch speichern, da wir nur 3 Dietriche haben, möchte ich so wenig wie möglich failen. Schiebe mit deinem Dietrich alle Riegel nach oben, um das Schloss zu öffnen. Sei vorsichtig, sobald du den falschen Riegel berührst, musst du wieder von vorne anfangen. Okay. Dietrich bewegen. Ach, siehste, hat hingehaut. Super. Käse, Grog und Schreibfeder. Ein ausgefranster Federkiel. Alles klar. Kann man immer brauchen. Super. Das hat primatastisch eine Liane. Ah. Okay. Wir sind hier irgendwie Runenstein. Schockwelle erhalten. Wie geil! Ein Silberteller, Goldmünzen,
Silberbecher, noch mehr Goldmünzen. Entermesser. Okay, das ist cool. Gut, das können wir uns dann wohl gleich merken, dass sowas möglich ist. Können wir auch bei der Liane wieder runter, damit wir uns nicht das Genick brechen? Tatsächlich. Super! Gut, dann haben wir noch was Neues herausgefunden. Da ist ein Jaguar, ich sollte schnell weg. Gut, dann sind wir hier einmal in Sicherheit, würde ich sagen. Und das passt perfekt zum Beenden des Parts. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!